Rückblickend war es für mich sicherlich sowohl sportlich als auch menschlich genau das Richtige. Dementsprechend dankbar bin ich dem VfB Stuttgart für diese, nicht nur Ausbildung, sondern für diese Zeit, dass ich als junger Mensch so in die große, weite Welt gekommen bin und sehr behütet und sehr sorgsam groß werden konnte und dann eine schöne sportliche Karriere machen durfte. Ja, die Ausbildung hier war definitiv auch ein Türöffner für mich zu einer Karriere, von der sicherlich sehr, sehr viele junge Menschen auch träumen. Und von dem her bin ich da natürlich sehr, sehr dankbar und auch stolz auf das, was ich erleben durfte und was ich dann auch erreicht habe. Wir wollen mit der VfB Akademie sowohl für unsere Spitzensportler, für unsere Leistungssportler, aber auch für Leistungssportler von anderen Sportarten hier aus der Region diese Art der Ausbildung auf ein neues Level heben. Und für Externe, für Mitarbeiter und für Sportler überhaupt wollen wir das erreichen, dass sie sich besser und umfangreicher aus- und weiterbilden können. Für uns steht fest, dass Leistung im Kopf beginnt. In erster Linie sollen sich die Jungs auf Fußball konzentrieren können, aber gleichzeitig sollen sie auch eine gute Schulbildung genießen. Sie sollen die Möglichkeit haben, eine Berufsausbildung zu beginnen und zu Ende zu bringen oder auch zu studieren. Also das Angebot ist sehr, sehr breit. Ja, das ist eine große Verantwortung und Herausforderung, die wir zusammen mit den verschiedenen Bildungsträgern und unseren gemeinsamen Partnern der VfB Akademie meistern werden. Man ist talentiert. Und irgendwann mal merkt man, oh, es könnte was werden. Man könnte dann im Profibereich kommen, aber hat man die Sicherheit? Nein, die hat man nicht, weil sind mehrere Faktoren. Die Gesundheit, es kann sein, dann, dass einer kommt, der noch besser ist. Das heißt, mit der Akademie ist das Kind einfach mal sicher am Ende, etwas in der Hand zu haben, womit er leben kann. Ich kam als A-Jugendlicher im Prinzip 1997 zum VfB Stuttgart und habe dort die A-Jugend durchlaufen, war dann bei den Amateuren, bin 5 Jahre später dann zu meinem ersten Pflichtspieleinsatz bei den Lizenzspielern gekommen. Man hätte denken können, dass wirklich die Karriere steil bergauf geht. Leider war es bei mir nicht so, obwohl ich in meinem ersten Bundesligaspiel gleich einen Treffer gelandet habe. Jetzt mustergültig in den aufgespielten jungen Handschuh, in den Rücken von Tomias Willi und er macht es, der Junge. Das ist ja ein Traumdebüt. 88. Minute, 2-0 Stuttgart. Die Erinnerungen sind groß, nicht zuletzt auch habe ich das Trikot immer noch und trage das wirklich im Herzen und hängt auch zu Hause an der Wand. Leider Gottes hat eine Verletzung im Prinzip meine Karriere da relativ schnell dann beendet und war da am VfB Stuttgart sehr, sehr dankbar, dass ich mir da ein zweites Standbein aufbauen konnte. Momentan bin ich kaufmännisch Leiter in der VfB Reha-Welt. Dieser Job macht mir wirklich riesen Spaß und ich habe immer noch die Nähe zum Fußball und zum Sport. Das ist eigentlich wirklich ein zweiter Traumjob nach der Fußballkarriere. Erst einmal ist es sehr, sehr schwierig, weil man ja einen sehr hohen Zeitaufwand hat für den Sport und etwas braucht, was man nebenher meistern kann, ohne dass man seine sportlichen Leistungen vernachlässigt. Wenn ich dann einmal etwas wie eine Art Praktikum machen musste, dann würde es mir natürlich sehr viel Stress nehmen, dass es Leute gibt, die für mich da schon mal drüber nachgedacht haben und sich auch überlegt haben, wie können wir dich dabei unterstützen, trotz Sport auch dich geistig weiterzubilden. Da ist so eine Akademie ein Riesenzugewinn. Einfach, dass man viel mehr Möglichkeiten hat, auch speziell in dieser Region sich weiterzuentwickeln und dann auch später auf finanzielle Sicherheit setzen zu können. Das ist wirklich ein großer Schritt und das wird vielen Sportlern auch mehr Sicherheit geben, wenn nicht die ganze Zeit im Hinterkopf haben, wie geht es weiter, wenn es zu Ende ist. Bildung ist ja der wichtigste Rohstoff für die Zukunft und insofern liegt uns gerade die Vereinbarkeit von Bildung und Profisport besonders am Herzen und das wollen wir auch fördern. Wir wollen uns mit unserem Know-how einbringen und natürlich Ausbildungs- und Praktikumsplätze zur Verfügung stellen. Ein Beispiel, die Julia Schäfer, Spielerin beim Allianz MTV Stuttgart, hat da ein Praktikum bei uns gemacht und natürlich auch, wenn es darum geht, studienbegleitende Maßnahmen umzusetzen.
Die VfB-Akademie wird zertifizierte Abschlüsse anbieten. Das werden wir in Kooperation mit erfahrenen externen Bildungspartnern abbilden. An sich nur nichts Spezielles. Speziell wird die Geschichte dadurch, dass wir unser VfB-Netzwerk draufsetzen. Das heißt, Studierenden und Schülern einen Austausch anbieten mit Vertretern aus dem AG, aus dem EV, mit Funktionären, mit ehemaligen Spielern. Und natürlich auch Top-Speaker haben aus dem Bereich unser Partner, die im Prinzip nahezu jeden Bereich der Studien- und Schulinhalte abdecken können. Deshalb haben wir uns auch entschlossen, zunächst kein Gebäude hier am Standort zu errichten, keinen klassischen Hörsaal. Das wird in Kooperation mit den Bildungspartnern stattfinden und viel im digitalen Bereich, was einfach viel zeitgemäßer ist. Und die Veranstaltungen dann mit den Leuten aus der Praxis werden natürlich hier in den Fazilitäten der Mercedes-Benz Arena stattfinden. Wir freuen uns drauf. Es gibt Schulabschluss, zweiter Bildungsweg, Fortbildungen, Zertifikatslehrgänge und Hochschulabschlüsse. Also eine ganze Menge, die die VfB-Akademie bietet. Ich freue mich, dass es endlich losgeht und ich bin auch sehr, sehr stolz, dass wir den jungen Sportlern, den Menschen hier in der Region, beste Perspektiven bieten für die Karriere nach der Karriere. Legen wir los.